Jetzt bin ich aber langsamer dran. Kommt nicht in Frage. Es ist mein Bogen. Ich bin dran. Ach ja? Wenn mein Vater hier wäre, dann würde er... Ach. Wenn dein Vater hier wäre, würde er dir sagen, dass Streiten unter Freunden überhaupt nichts bringt. Höchstens Probleme. Schneller, Jungs, macht schon! Es wird Zeit, den Anker zu lichten. Wir müssen los! Warte, ich helfe dir! Und was ist mit mir? Oh nein, meine Trauben! Dionysos wird mit absoluter Sicherheit sauer auf dich sein! Zephyr, du solltest besser aus dem Weg gehen. Das ist zu schwer für dich. Ach, Unsinn, ich schaff das schon! Oh, das tut weh! Perfekt! Diese Idioten haben den Köder geschluckt, wie ich es geplant hatte. Jetzt hör doch endlich mal auf, so rumzuzappeln, sonst werfe ich dich über Bord. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Truhe an meinem Anker hing, ist es ja wohl klar, dass sie mir gehört. Und was ist, wenn sie voller Pergamente ist? Erzähl mir bitte nicht, dass du jetzt lesen lernen willst. Was sollen immer diese albernen Streitereien? Ihr habt noch nicht mal gesehen, ob es sich überhaupt lohnt, über den Inhalt zu streiten. Typisch, nichts als ein Haufen wertloses Zeug. Die Truhe muss einem Seemann gehört haben, der Schiffbruch erlitten hat. Du hast wahrscheinlich recht. Hört euch das an. Wenn mein Floß vorher nicht untergeht, werde ich die beiden kahlen Schädel erreichen. Und dort wird es mir dann gelingen, die geheimen Meereswege aufzudecken. Das könnte ein Hinweis sein, wie wir wieder nach Ithaka gelangen. Oh Mann, wenn wir jetzt noch das Rätsel mit den beiden kahlen Schädeln lösen könnten. Wahrscheinlich hat er von zwei kahlköpfigen Händlern gesprochen, die Informationen an leichtgläubige Seeleute verkaufen. Oder ein zweiköpfiges Orakel wie Athena, die aus Zeus' Kopf hervorkommt, um mit uns Sterblichen zu kommunizieren. Oder des Rätsels Lösung könnte auch direkt vor unseren Augen liegen. Aha, zwei kahle Schädel. Das ist der Wahnsinn. Und diese Statue von Zeus ist der Beweis dafür, dass uns die Götter wohlgesonnen sind. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Diesmal sind wir wirklich auf dem Weg nach Hause. Hey, Pfoten weg von meiner Statue, du habgieriger Grabscher! Vergesst die Statue, Männer. Es ist an der Zeit, unsere kahlköpfigen Freunde zu erklimmen. Das ist ja wunderbar. Da kommen neue Modelle für meine Skulpturen, gerade als mir die Inspirationen ausgegangen sind. Nicht so schnell, Schwester. Ich brauche auch neues Spielzeug, mit dem ich mich vergnügen kann. Komm, lass uns eine Münze werfen. Bei Hera gehören sie mir, bei Hermes dir. Hallo, meine grauenhaften Gorgonen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Der größte Fluch meines Lebens, Odysseus, befindet sich auf diesem Schiff. Wer es von euch schafft, ihn gefangen zu nehmen und zu mir zu bringen, wird von mir eine Belohnung erhalten, wie sie nur die Götter gewähren können. Und zwar das ewige Leben. Tut mir ja leid, Medusa, aber ich werde gewinnen mit links. Ha, netter Versuch, Steno, aber ich gewinne immer. So ist es richtig, meine Damen. Wettbewerb ist die Würze des Lebens. Lasst es mich wissen, wenn ihr diesen intriganten Odysseus gefangen habt. Gib mir die Statue zurück, du egoistischer Seefahrer! Konzentrier dich, Titan. Lesen ist ganz einfach. Also, pass auf, das ist ein S wie in Schlange und das ist ein H wie in Haar. Schlange? Haar? Ach, kann nicht sein. Hey, immer mit der Ruhe, Titan! Ach. Hast du gerade ein Gespenst gesehen? Ich habe die Befürchtung, dass etwas ganz Furchtbares passieren wird.
etwas, das mit Datis und Philo zu tun hat. Naja, wenn der eine den anderen in die Finger kriegt, garantiere ich dir, dass das kein schöner Anblick wird. Nein, ich meine es ernst. Reden wir später darüber, wenn wir herausgefunden haben, welcher der beiden kahlköpfigen Schädel uns den Weg nach Ithaca zeigt. Also, denk daran. Wer als erster den Weg nach Ithaca entdeckt, wird von den anderen ein riesengroßes Festmahl serviert bekommen. Dann lasst uns loslegen. Mein göttlicher Freund und ich werden den Heimweg gefunden haben, bevor ein Fisch zweimal mit dem Schwanz schlagen kann. Verlass dich nicht darauf, Philo. Wir werden diese Karte in der Tasche haben, noch bevor du überhaupt das Land betreten hast. Stimmt's, Titan? Gut so, komm zu mir, meine Lieblinge. Was für ein komischer Ort. Ist hier jemand? Willkommen, Fremde. Das könnt ihr doch nicht machen. Meine Puppe hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wisst ihr? Verzeihung, ich wollte euch nicht erschrecken. Seid willkommen, ich bin Medusa, die Hausherrin. Ich bildhauere übrigens etwas in meiner Freizeit. Ich hoffe, ihr seid auch eine Geografie-Expertin. Wir haben uns nämlich verirrt. Dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Folgt mir. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber sie hat irgendetwas Unheimliches an sich. Ach, findest du? Ich persönlich finde sie sehr gastfreundlich. Stena, seid ihr sicher, dass wir uns noch nie getroffen haben? Wenn ich jemals das Glück gehabt hätte, dem großen Odysseus zu begegnen, würde ich mich ganz bestimmt daran erinnern. Egal ob alte oder neue Freunde, wenn ihr uns helft, nach Hause zu finden, seid ihr die beste Freundin, die wir je hatten. Genau daran hatte ich auch schon gedacht. Ich wäre entzückt, euch den Heimweg zeigen zu dürfen, aber vorher möchte ich unbedingt, dass der mächtige Eroberer von Troja für mich erstarrt. Ich meine natürlich posiert. Also? Natürlich wird er das tun! Stimmt's, Odysseus? Hä? Oh, ich würde mir keine Gedanken machen, meine Dame. Odysseus ist nur ein bisschen schüchtern. Das klassische Heldenverhalten, wisst ihr? Ich, Odysseus? Oh ja, richtig, ich bin Odysseus. Schaff diesen verrückten Vogel hier raus. Hör auf, rumzuflattern, Eule. Dich kann man aber auch nirgendwohin mitnehmen. Hilf mir, bevor sie noch alles zerstört. Und kommt nicht zurück. Ich möchte mit Odysseus gerne etwas allein sein. Das ist kein Zuckerschlecken. Diese Karte ist schwieriger zu finden als Ithaca selbst. Verliert nicht den Mut, mein edler Seemann. Kopf hoch. Jetzt weiß ich's. Ich erinnere mich wieder, wer ihr seid. Sehr gut, sehr gut. Ihr mögt euch erinnert haben, aber es ist euch ein bisschen zu spät eingefallen. So, einer weniger. Und jetzt kommen wir zu Odysseus höchstpersönlich. Ach, wann wird dieser Vogel endlich lernen, sich zu benehmen? Sieh dir mal diese Statuen an, Diomedes. Die sehen so echt aus. Man erwartet beinahe, dass sie sich jede Sekunde bewegen. Du hast recht. Dieser Kerl sieht wirklich ganz so aus, als hätte man ihn versteinert. Ja, und das während er noch gelebt hat. Oh. Titan! Um Steines Willen, Odysseus. Könnt ihr nicht mal versuchen, etwas heroischer auszusehen? Wie sieht das aus? Okay, sieht gut aus. In Ordnung, jetzt nicht bewegen, seht mir direkt in die Augen. Ach.
Na sieh mal, das war doch gar nicht so schwer, nicht wahr, mein lieber Odysseus? Dank euch werde ich jetzt ewig leben können. Steno, habt ihr Philo gesehen? Er wuselt hier sicher irgendwo rum und sucht die Karte. Ach, übrigens, tut mir doch mal den Gefallen und seht euch diese Rüstung an. Wie sieht's aus? Wärt ihr daran interessiert? Hey, das ist doch die Statue, um die sich Datis und Philo vorhin gestritten haben. Philo, bist du das? Rühr ihn nicht an, Odysseus, der Schild ist verzaubert! Steno ist eine Gorgone! Sie benutzt glitzernde Objekte, um die Seelen von Menschen darin einzusperren! Da hat er recht, Odysseus. Hier, fangt! Hey, wie sieht's aus? Habt ihr die Karte schon gefunden? Ihr seid meine Opfer, meine Spielzeuge. Und es gibt kein Entrinnen. Wo seid ihr, Poseidon? Ich würde euch gerne ein neues Stillleben von Odysseus präsentieren. Natürlich nur im Austausch gegen das ewige Leben. Du musst das Gehirn eines Wolches haben. Das ist Titan, den du da versteinert hast und nicht Odysseus. Sind dir denn die Hörner nicht aufgefallen? Und ich hab gedacht, das wäre irgendwie ein neuer Modetrend oder sowas. Du kannst diesen Trend natürlich gern für deine Privatsammlung behalten, aber wenn dir etwas daran liegt, das ewige Leben zu haben, dann bring mir den echten Odysseus. Titan, pass auf, das ist eine Falle! Also, das nenne ich doch mal einen eisigen Blick. Na, hört mal, junge Dame, das ist... Lass das sein! Sag mir, wo Odysseus ist! Oder willst du, dass ich dich in meine Sammlung aufnehme? Tja, Odysseus, wenn ihr euch ergebt, dann lasse ich eure Freunde frei. Wie kommen wir hier nur wieder raus? Wenn wir irgendetwas berühren, sind wir erledigt. Los, mach das, was ich mache. Du erwartest wirklich, dass ich meine beste Saturn-Tunika zerreiße? Zephyrs Verbände scheinen ihn vor dem Zauber geschützt zu haben. Wer weiß, vielleicht geht's damit auch. Es funktioniert! Netter Versuch, Odysseus. Aber wenn ihr euch retten wollt, wird es nicht reichen, sich die Hände mit Tüchern zu umwickeln. Zephyr, komm mit! Hey, was soll denn die Eile? Es bringt nichts, sich zu verstecken. Ich krieg euch sowieso. Was werdet ihr mit Odysseus machen, wenn ich euch sage, wo er ist? Mach dir lieber Gedanken darüber, was ich mit dir mache, wenn du es mir nicht sagst. Setz das Segel, Datis! Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden! Nein, warte, was ist mit Philo? Wir können ihn doch nicht einfach zurücklassen! Was denn? Ich bin hier, du Hornochse! Tut mir leid, Odysseus. Euer Schiff wird gleich zu eurem Gefängnis werden. Tut mir ja leid, dass es euch leid tut, scheußliche Hexe. Aber mein Schiff wird niemand ohne meine Erlaubnis anrühren. Ja. Also wirklich, nein, nicht du schon wieder. Hier wollte sich Odysseus eigentlich mit uns treffen. Er meinte, wir sehen uns direkt an dem großen Olivenbaum. Du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich meinen Freund verpfeife. Und du hast doch wohl nicht gedacht, ich würde auf so einen alten Trick reinfallen.
Wir müssen den Rest unserer Mannschaft retten, bevor auch nur irgendjemand an Ithaka denkt. Na endlich. Die Schlangentante bin ich los. Wirklich ein netter Versuch, Schlangenfrau, aber das wird nicht funktionieren. Ach nein? Sag mir, wo Odysseus ist oder ich verwandle dich in eine Springbrunnenfigur. Nur zu! Dann hätte ich wenigstens die Gelegenheit, dir für den Rest deines Lebens die Zunge rauszustrecken. Sehr schön, kleines Mädchen. Vielleicht werde ich dich doch am Leben lassen. Aufstehen, du Faulpelz! Jetzt ist keine Zeit für ein Nickerchen. Nickerchen? Es ist langsam an der Zeit, dass ich diesem Witzbold Odysseus zeige, dass ich mehr als ein Ass im Ärmel habe. Na, das hört sich doch fabelhaft an. Na los, jetzt schnapp ihn dir! Ab sofort lautet unser Motto, angucken, aber nicht berühren. Lass mich los, du tollpatschiger Steinhaufen! Nisa! Bleibt stehen! Das ist eine Falle! Hey, Marmorhirn, lass das Mädchen los! Ich glaube, du suchst mich! Tut mir leid, Jungs, aber es ist für einen guten Zweck! Oh nein, mir ist schwindelig! Das ist also der berühmte Odysseus! Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Ich habe sie in meine Leibwächter verwandelt. Soll ich euch mal zeigen, wie das geht? Schnappt sie euch, Jungs! Egal, was ihr tut, nehmt euch vor ihren Augen in Acht! Warum? Was ist mit ihren Augen? Nein! Was willst du denn von uns, du kaltblütiges Monster? Nur einen Blick in deine wunderschönen Augen, mein Süßer. Ist es zu viel verlangt, wenn ein Mädchen darum bittet? Lass ihn in Ruhe! Ich habe ihn zuerst gesehen. Du hattest deine Chance. Jetzt gehört er mir. Keine Sorge, Schwesterchen. Ich bin sicher, dass Poseidon dir einen Trostpreis geben wird. Verstehe, das ist es also. Was genau hat euch Poseidon überhaupt versprochen, wenn ihr mich ausschaltet? Vielleicht einen Präsentkorb mit Champagner und Kaviar? Glaubt ihr, ich mache mir etwas aus sprudelndem Traubensaft und Fischeiern? Ha! Dass ich nicht lache. Ich werde die Unsterblichkeit erlangen. Unsterblichkeit? Ich fühle mich geschmeichelt. Ich sollte lieber schnell etwas unternehmen, sonst bleibt von Odysseus nichts weiter übrig als sein Grabstein. Nein, Nisa, verbinde dir die Hände, bevor du den Schild berührst. Tja, Mädels. Wie es aussieht, müsst ihr wohl oder übel um mich kämpfen. Möge die Bessere gewinnen. Netter Versuch, Odysseus. Aber es hat keinen Zweck, mich gegen meine eigene geliebte Schwester aufzuhetzen. Es freut mich sehr, dass du das so siehst, Schwesterherz. Ich versichere dir, dass ich das ganz genau so sehe. Mach dich bereit, denn gleich bekommst du von mir eine weitere Dosis schwesterlicher Liebe. Nein, Medusa, warte! Auf diese Weise wird Odysseus gewinnen. Nein! Der Zauber wurde gebrochen, weil Medusa Steno in Stein verwandelt hat. Ach, den Göttern sei Dank, dass es vorbei ist. Deine Dichtkunst hat schon langsam auf mich abgefärbt. Wenn wir noch eine Minute länger da drin gewesen wären, hättest du mir mein Hemd vom Leib gestohlen. Das war ein ganz hinterhältiger Trick, den ihr für den Rest eures kurzen Lebens bereuen werdet. Das versichere ich euch. Nisa, wirf mir den Schild zu.
Seht mich an, großer Held. Ich möchte so gern die pure Angst in euren Augen sehen, wenn ihr in meine blickt. Ja. Sehr schön. Seht nur, der Gorgonenzauber ist gebrochen. Alle Gefangenen sind frei. Du bist wieder da. Wir zwei müssen zusammenhalten, stimmt's, meine weise alte Freundin? Hier, nimm deine kostbare Statue. Kommt nicht in Frage. Ich will diesen unheilbringenden Klumpen Ton nicht einmal sehen. Oh. Wenigstens haben die Schwestern ihre Unsterblichkeit bekommen. Und einen schönen Platz mit Meerblick, damit sie sie auch genießen können. Nehmen Sie Gunnar, das ist ein Geschenk! Warum werft ihr sie nicht zu Poseidon zurück? Ich glaube, er könnte gerade einen Glücksbringer gut gebrauchen. Verspotte mich ruhig so viel du willst, Odysseus. Aber ich verspreche dir, eines Tages werde ich dich schnappen und deine Seele in Seetang verwandeln.